Hallo, herzlich willkommen zu einem Video. Es ist ein Auftritt der kleinen Schönhof mit dem Fabi. Hallöchen. So, So, ich habe mir jetzt kurz das Güllefass und von Gülle raus. Du musst auch noch Fülle rausnehmen, ne? Ja, habe ich gerade geguckt. 1000 Liter. Hoch. Erstmal den Schutthaufen mitgenommen. Kommt jetzt von Mist mehr raus oder von Gülle? Mal gucken, wie hoch der Gülleverbrauch jetzt gleich ist. Hey. Was denn? Ich drücke R, dann steht da, wählen Sie aus, welches Fahrzeug, was in das Fahrzeug geladen werden soll. Ist doch klar, Ja. Gülle. Geht gar nicht anders da rein ins Fass. Ja. Ja, Ja, trotzdem. geht das noch, aber trotzdem, das muss mittlerweile aussehen. Finde ich auch total bescheuert, aber naja. Ist halt so. Oh Gott. Weil die Kühe konnten ein bisschen Stroh vertragen. Ja, konnte von allen ein bisschen was vertragen. Na gut, wir haben jetzt 3 Tage, ne, 2 vorgespult, also. So. So. Je nachdem, wie effektiv die Gülle jetzt ist, also wie viel. Ja, guck mal oben links. Gut. Wenn ich jetzt wüsste, welches Fass ich hatte. Weil da Schau. kamst du wirklich mit 1000 Litern so übertrieben weit mit. Schau nicht das. Nee, stopp, mach mal aus. Ich weiß, woran das liegt. Weil er jetzt den Sprühverteiler hat und nicht das Schleppschlauchgestänge. Hol dir mal das Schleppschlauchgestänge. Oder für 10.000 Euro gibt es noch sowas von Samson. Warte, ich kaufe dir das kurz. Ich glaube, damit wird der Gülleverbrauch minimiert. Aber nicht das für 10.000 Euro. Doch, doch. Boah, Junge, das sind... 12 Meter. Du machst jetzt. Machst du jetzt? 14. Oder erstmal nur mieten zum Gucken. Mieten oder direkt kaufen? Mieten. Jo. Das Gelände, toll ist das Wasser. Hab schon getestet. Ich bin mir nicht sicher, weil das müsste so sein, dass es nicht grubbert, aber trotzdem richtig effektiv ist. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass ich irgendein Fass hatte, was Schleppschlauch hatte. Und das hat wirklich mit 1000 Litern konnte man mit ein komplettes Feld machen. Hey, ist Robert doch oder nicht? Das ist eben das Schöne. Kannst damit sogar theoretisch eine Wiese machen, aber probier es erst und fällt aus. Eigentlich droht's nicht. Ja, eigentlich Also. konnte es nicht mal anhängen. Nicht? Hä? Nein. Zum Glück haben wir es nur gemietet. Als ob der jetzt kein. Hä, der hat doch hier Anhängpunkte. Ist gut, überhänge ich das Fass auf.
Das hat eine Rolle. Satz mit X, das war wohl. Ja, wow. Ja, und? Funktioniert trotzdem. Nein. Was du denn lang, Alter? Fabi? Ja. Was so lang? Einfach das Absatz mal ausprobieren, ob es geht. So, übelst hässlich aus. Ja, das ist sehr gut. Ist ja gar nicht. Da steht, dass der aktiv wäre. Naja. Zum Glück haben wir es nicht gekauft. Jupp. So. Wofür fahren wir jetzt gerade eigentlich so viel Gras ein, frage ich mich. Gras brauchst du nicht für Mischrationen? Gras brauchst du nicht für. Gut, fürs Füttern, minimal. Kühe, Slash halten. Ja, Und Silage. zur Not, wenn häufig, kann man das einfach Gras nochmal kurz wenden. Ja, gut, So. das habe ich recht. Wobei Heu fehlt eh nie. Ja, falls schon, keine Ahnung. Ja, gar nicht, falls einfach ein. Oder ich fahre jetzt noch ein Gras an und der ist freier Benzino. Ja, so. Wenn wir diese drei noch hätten, ne? Ich Kommt glaube, ihn, kommt noch alles. dann wird es ein Butterfly lohnen und wahrscheinlich, eventuell, eher nicht ein zweiter Lager. Nein. Viel geiler. Aber es geht nicht. Da kommt da irgendwie Schnaps dir da mal raus. So. Gibt von Fortschritt diesen kleinen Hexer. Ja. Sag schon, schaffst du Das Schnapsidee. die. So. Ist eine super Variante, Gras einzusammeln. Ja, komm. Ja, okay, du kriegst dann Norland. Sehr gut. Ja, 300 km nur zum Gras einsammeln. immer nimmt er diese Wollpaletten mit, das ist ja furchtbar. Wer wohl verletzen ich? Du! Ich habe nur Sohn. einen mitgenommen. Ja, das ist ja furchtbar. Zweimal. Ja, komm. So. Waltra, komm mal ran. Du musst ja jetzt grubbern. Für was haben wir eigentlich schon den Flug hier? Achso. Doch, wir fliegen da noch an. Dann fliegen an. Ich glaube dann. Das wird ja gar ein Flug stehen. Das wüsste nicht, wieso wir dann einen Flug bräuchten dann, ne? So.
Nee, einen Ladewagen habe ich nicht mehr. Ich wollte mal Platz hier. So wie ich bin. Steht in der B-Treppe jetzt. In der beim Flug. Ne. Hm? Ich bin gerade unten und dann ist es voll vorbei. Ich wollte eigentlich nicht von da unten fahren. Ach, da steht noch der Shuttox-Wagen. Oh, da war ein Zaun. So, schnell noch Helfer noch einstellen. Wo fahre ich den jetzt so? Ach so, damit er nur auf der Lenkachse läuft. Haben wir noch 4 Minuten. Wollte ich jetzt gerade hier den wollte ich nehmen. So. Das war jetzt nicht. Alter, ich werd verrückt. Müll. Sollen Was? wir jetzt hier die Ladeschaufel abstellen, dann nimmt der direkt Hexe gut auf. Haben wir das auch mal erledigt? Hier die Halle, was waren jetzt hier mit? Ja, der passt hier aber auch perfekt rein, der Brandner. Der Brandner passt hier aber auch perfekt rein. Von der Höhe her. Schön. Ja, bei einer halben passt er ja nicht rein. Ja, hier passt ja aber auch nur gerade so durchs Tor. Ne, da oben ist nichts mehr. Konnten. Ossi. Was, wo? Ne, doch nicht. Ich hab gedacht, ich hätte es schon gehört, aber. Ne. Überall zischt's hier. So schnell bin ich jetzt auch nicht. Ich habe letztens einen MB-Tab 800 gesehen in Orange. Der war von der Stadt aus halt. So, gut dann. Trotzdem hässlich. Ich weiß nicht, dass die überhaupt einen MB-Tab haben. Dann. Bevor ich, dass das Schneidwerk jetzt nicht runterfällt. Hast guck, ein bisschen zusammengeguckt. Oh. So, und jetzt dann so, dann so, und dann lass hier so stehen. Aber
Ich sag, das war's mit diesem Video. Falls ihr gefallen habt, lasst ihr da. Schaut auf jeden Fall beim Fall vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.